Wie ich die mache, noch keine Ahnung. Und ja, jedenfalls kommen wir dann hier besser über diesen kleinen Fluss. Ne? Und das wäre ja auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, hier gehe ich tatsächlich einen tiefer. So, ab hier in etwa. Ne, weil hier kommt ja später Kies rein verlegt. Und dann mal gucken. Erstmal brauche ich diesen ganzen Kies wieder. Und ich will nicht schon wieder auf eine Höhentour gehen und Kies sammeln. Vielleicht können wir auf eine Erkundungstour gehen und Kies sammeln. Ach ja, stimmt ja. Hier haben wir ja den halbe Meer hier zugedings mit Erde. Ja, das darf ich jetzt hier eine Etage tiefer mit Erde auslegen. Damit das Ganze hier vernünftig gemacht werden kann. Damit der Kies dann nicht runterploppt und so. Und ich muss gleich schlafen gehen. Das ist schlecht. Aber nicht unmöglich. So, machen wir hier nochmal ein bisschen. Vielleicht schaffen wir es noch vorm Sonnenuntergang. Das wäre eigentlich ganz nett. Kommen wir eigentlich jetzt noch auf unser Schiff in die Kapitänskajüte? Ich weiß gerade nicht. Können wir mal gleich ganz kurz gucken. Aber natürlich nur mit gezücktem Schwert. Hui, Platsch. So. Ganz vorsichtig hier. Und ja, das ist das nächste Projekt, das ich jetzt wahrscheinlich nach dem modernen Haus zumindest etwas weiterführen werde. Ich weiß nicht, ob ich es das Haus jetzt so krass durchziehen werde, jetzt schon seit, ich weiß nicht, wie viele Folgen. Wird dann halt das Schiff sein, dass ich zumindest weitermache. Nee, auf die Kapitänskajüte komme ich jetzt nicht mehr drauf. Bedauerlich. Dann nehmen wir halt unsere kleine Berghütte hier, die noch keine Berghütte ist, aber irgendwann mal wird. Also auch hier wird alles ein bisschen ausgebaut, irgendwann mal. Da habe ich mir halt so ein bisschen sowas überlegt, so wie diese Zwergenbauten aus Herr der Ringe oder WoW. Ja, so mit kleinen, ich weiß nicht, ach, einige von euch wissen bestimmt, was ich meine. Und ich weiß auch, was ich meine, aber ich kann es halt schlecht erklären. Ich bin ein schlechter Erklärer, weil ich grundsätzlich immer, auch wenn ich immer, boah, wie viele Creeper sind da? Ich habe übrigens die Textur von den Creeper mal geändert, kann ich ja mal ganz kurz zeigen hier. Im Wasser sind die ja nicht so gefährlich, nicht wahr? Ja, ne, die Textur hatten wir schon mal. Und jetzt haben wir sie wieder. Was willst du denn? Ey, leg dich mit Leuten an, die so groß sind wie du. Also wirklich. So. Ja, nein, 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 nein. Ich bin ja hier wieder auf Land. Ja, so, weg. Okay. Laufen, 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 laufen. Da! Ah, die schön geterraformte Erde! Einfach weg! Ach, das muss jetzt hier wieder ausgekleidet werden. So, einmal so. Nein, nicht, dass er irgendwann wieder meckert. Du hast ein Loch gelassen. Ah, bist voll kacke, ey. Ja, damit hast du eventuell recht. Das ist gar nicht so schwer, so kacke zu sein wie ich, ne? Da muss eigentlich nur, naja, ich sein. Obwohl, ja doch, das ist schwer. Aha. Da hat ein Enderman einfach einen Erdeblock geklaut. Wie finde ich denn das? Ach ja, mit den Augen finde ich das. Mhm. So, jetzt aber kurz hier mal ganz kurz gucken. So, wenn ich das hier mache. Ich mache hier erstmal so einen Erdeblock hin. Weil, damit hier nicht das Wasser reinströmt. Weil halt da drüber dann die Wasserebene ist und so weiter. Deswegen nervt mich hier jetzt auch schon, dass ich hier so ganz dämlich bauen muss. So unter Wasser. Ich baue nicht gerne unter Wasser. Auch unser Möchtegern Rapture City, da wird ja auch nach wie vor irgendwann mal weitergebaut. Also nur da muss ich mir noch irgendeine Mod raussuchen, mit der ich dann besser unter Wasser atmen kann. Mit der ich mir hier, ach Gott, wie heißt denn das Harry Potter Kraut da, womit man unter Wasser atmen kann. So ein Zeug vielleicht. Obwohl, ich kann mir glaube ich auch einen Trank brauen mit Wasseratmung oder sowas, ne?
Aber da müsste ich mir erstmal das Alchemielabor einrichten und so weiter. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht, weil wir ja dafür auch im Nether weiter sein müssten und sowas. Und da müsste ich sowieso erstmal gucken, ob wir überhaupt einen Trank der Wasseratmung haben oder ob ich mir das erstmal in der Mod installieren muss und so weiter. Und dann braucht das wahrscheinlich wieder etliche Materialien und dann kommt wieder das eine zum anderen. Und dadurch kommt dann wieder zustande, dass ich eigentlich, naja, nichts zu Ende mache. Aber ich bin ja nach wie vor ein bisschen froh, dass ich jetzt hier das moderne Haus einigermaßen vorankriege. Da fehlt natürlich demnächst auch noch die Innenausstattung, mit der wir uns auch noch ein paar Folgen lang beschäftigen werden. Nicht ganz so extrem. Wie jetzt mit der Außen... Dings, hier ist übrigens schon der Baum gewachsen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, aber ist eine Tatsache. Hier hinten der Baum ist noch nicht. Bedauerlich. Komm schon. Wachse! Wachse! Wachse schneller! Und da soll noch einer sagen, ja, hier, es hilft, wenn man mit Pflanzen redet. So, hier auf der Hecke laufen wir jetzt einfach mal ganz kurz hier und gucken einfach mal so durch die Gegend. Ich finde auch schön, dass wir eigentlich hier im Wüstenbiom sind. Da ist hier gleich so ein vereister See. Eigentlich haben wir auch, naja, Normalbiom schon fast. Alles ein bisschen merkwürdig hier. Na gut, na gut, na gut. Hätten wir das. So, dann. War da nicht mal ein Steinslab drauf? Stattdessen stützt der Glowstone-Turm jetzt den Baum. Ist ja auch toll. Gut, so viel dazu. Ja. Ich überlege gerade auch, wo kriege ich denn jetzt Kies her? Hatten wir nicht noch irgendeine Stelle, wo es Kies gab? Vielleicht bei Hobbit-Höhle? Und Hobbit-Haus ist ja weder Haus noch Höhle. Im Moment zumindest. Das werden wir natürlich auch noch alles irgendwann mal ausbauen. Wenn es denn dann soweit ist. Mit unseren tollen Katzen, die hier aus irgendeinem Grund gerne sind. Miau. Und hier habe ich auch immer das Gefühl, dass hier... Die Katze hat mich gerade erschreckt. Dass wir hier... Ne? Dass hier irgendwas spawnt und mich dann überraschen will. Aber hier ist auch nichts drin. Wo hatten wir Kies? Oder hatten wir... In der Mine vielleicht ein bisschen Kies? Kann ich mal ganz kurz gucken. Geh da nicht so tief rein. Nur so ein Stückchen. Versprochen. Nur so ein Stückchen, dass ich mich verlaufe. Und nie wieder herausfinde. Hier ist zum Beispiel schon Kies. Ja, siehste. Siehste, musste ich doch gar nicht so lang gehen. Ist natürlich doof, dass ich jetzt hier die Schienen ein bisschen kaputt mache. Aber ist jetzt auch nicht weiter wild. Dann kann ich ja neu pflanzen. Ja, ich pflanze Kies. Nein, das sollst du nicht hinterfragen. Das ist einfach so. Ja, das ist so. Das muss so sein. Vertrau mir. Einfach mal ganz blind vertrauen. Kannst da nur falsch liegen. So, hier machen wir mal ganz kurz, damit wir hier wieder Schienen haben, die wir bisher noch nicht so toll genutzt haben. Aber es geht ums Prinzip. Wo habe ich sie denn? Da habe ich sie. Dann machen wir mal. Einmal so. Und so, und so. War doch jetzt gar nicht so schlimm. Glaube ich zumindest. So, und das ganze Kies hier, oder den ganzen Kies, ruppen wir hier natürlich auch nochmal ganz kurz raus. Es gibt natürlich auch den Trick hier. Mit der Pfacke. Natürlich kenne ich den Trick. Naja, nicht so. So, und dann baut man hier, wenn man hier so einen hohen Gravelturm hat, das Ganze wesentlich schneller ab. Ist manchmal praktisch, manchmal aber auch nicht. Und dadurch kommen wir dann wesentlich schneller an unser ganzes Zeug. Ja, das ist jetzt natürlich wieder ein Nebeneffekt, der eigentlich nicht eintreten sollte. Aber okay. Und sowieso müssen wir dann hier wieder irgendwas ausleuchten, weil hier sonst irgendwas drin spawnt. Und das muss nicht sein. Und manchmal funktioniert das hier auch nicht mit den Hinsetzen von den Fackeln. So. Also langsam kommen wir an unser ganzes Kies, was wir hier so brauchen. Ja, das Problem ist, wenn ich das hier jetzt mit der Schaufel machen würde,
dann auf die Fackel switchen würde, das würde zu schnell gehen. Das geht nicht. Aber wir haben schon wieder 64. Ein Sand kann mal weg hier. Brauche ich jetzt nicht. Ja, super. Zwei Kies. Ich glaube, den Rest hier können wir einfach so rausruppen. So. Und dann können wir den Weg zumindest schon mal ein bisschen weitermachen. Jetzt so zum Ende der Folge hin. Haben wir auch mal wieder ein bisschen was geschafft. Auch wenn es jetzt noch nicht die Welt ist, ne? Aber ein bisschen was. Und das ist ja auch nicht verkehrt, oder? Und auch relativ wenig Monster, die mich hier heute nerven. Ich bin überrascht und naja, verwirrt zugleich. Aber sowas passiert. Ne? Gut. Ich glaube, so langsam macht sich hier unsere ganze Gegend. Auch wenn es hier in dem Gebiet jetzt, was wir jetzt alles geterraformt haben, noch relativ kahl ist. Ohne Karsten. Und, ja, so früher oder später, wenn ich da noch einige Gebäude hinzimmere. Hatte ja auch noch mehrere Gebäude überlegt, die man da so hinzimmert. Jetzt so, halt so wirklich so häusermäßig. Teilweise auch Häuser, die ich selber schon mal erstellt habe, die ich hier einfach euch auch nochmal mehr oder weniger präsentieren möchte. Und, naja, schauen wir mal, wie ich das hinkriege, ne? Sind dann so Häuser, die ich dann zum Beispiel für irgendwelche komischen Wettbewerbe gemacht habe, die jetzt aber nicht gewonnen haben oder gewonnen haben oder... Nein, ich habe eigentlich noch keinen Minecraft-Bauwettbewerb gewonnen. Aber ich habe dran teilgenommen. Ja, habe ich. Gut. Wir haben natürlich keine... darum... naja. Ne? Also was ich sagen wollte, ist, wir haben noch gar keine... Steintreppen, die ich dann hier so als Abstieg benutzen kann. Hätte ich natürlich gerne, aber ist nicht. Und was nicht ist, es geht nicht. Ne? Gut. Dann machen wir jetzt zumindest schon mal ein bisschen weiter hier so den ganzen Weg. Und dann kann ich mir auch schon mal so langsam ein bisschen Gedanken machen darüber, was wir denn für eine Brücke bauen. Ich will natürlich nicht irgendwas einfach dahin klatschen. So, soll natürlich auch ein bisschen schön aussehen und so. Und dann mal gucken. Wir kriegen das schon irgendwie gebacken. So wie immer eigentlich. Mach ich das so? Oder sieht das dann scheiße aus? Das sieht dann scheiße aus. Das heißt, wir machen das bis hier und dann geht es einfach runter. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ich lege mich in mein kleines Haierbettchen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch schon wieder von euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.